Lange haben wir drauf gewartet und heute ist es mal soweit. An dem Freitag, den 26.05. Willkommen zu Super Cat Tales Paws. Ein sogenannter Nachfolger der Super Cat Tales Reihe, die ich auch jetzt Let's Playen werde. Naja, Neutronized hat mal wieder ein paar gute Sachen angekündigt und wir haben uns auch den ersten Trailer dazu mal angeschaut. Wer nicht weiß, in der Videobeschreibung ist er verlinkt. So wie auch alle anderen Trailer. Ihr seht auch gerade alle Katzen, die sich nochmal so weit daran beteiligen. Ja, das ist sozusagen das, was ich an dem Spiel so sehr mag. Und es ist halt das Spiel, das ich schon seit einigen Zeiten mal versucht habe zu testen. Es ist ein halt dasselbe Spiel, wie ich es von früher auch kenne. Aber generell das Spiel, wofür ich am meisten mich auch eingeschränkt fühle, denn Katzen sind echt süß. Aber generell zu sagen, ist es mir nicht gerade sehr viel wert, denn wir spielen ja Super Cat Tales Paws. Also, let's go! Und da ist unser erster Level. Es beginnt eine neue Mission. Schöner Wahnsinn. Jeep ist das, oder? Kannst du mich hören, Rose? Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Ah! Ja, wie kriegen wir Dino weg, ne? Das war nah dran. Ich schaffe es allein zur Funkstation. Nimm das, wir müssen die Codes an die Basis übertragen. Datenlaufwerk erhalten. Viel Glück, Pascal. Pascal, tritt dem Team bei. Ganz süß, mit einem Halstuch. Ja, ich glaube, ich könnte ihm Hand geben. Ich pack auch Halstücher. Tippe links oder rechts, um zu gehen. Ja, das kennen wir schon aus den alten Spielen. Geh die Wand hoch, ja. Tippe zweimal nach links oder nach rechts, um zu laufen. So. Laufe über einen Vorsprung, um zu springen. Ich will ja auch alles hier leer räumen. Lauf gegen Gegner, um sie K.O. zu schlagen. Und natürlich jede einzelne Münze auch mitnehmen. Und wir haben sogar die kleinen Käfer aus Mario, denke ich mal, ne? Zumindest sehen die so aus. Kleine Käfer, süße kleine Käfer. Und da ist doch etwas versteckt, was man doch direkt sehen kann. Moment, und das sieht mir sehr, sehr, sehr sass. Sehr, sehr, sehr sass aus. Und diese Blätter sehen auch schön aus. Eine Peak-Form haben die. Oder nee, eine Kreuzform. Erinnert mich ein bisschen gerade an so ein Kartenspiel. Boah, ich bin ein richtiger Mörder, was das angeht. Oh. Okay, das tut mir jetzt wirklich leid. Zack, zack. Und stell dich auf die karierte Fläche, um das Level abzuschließen. Sehr gerne. Zeit perfekt mit 97 Sekunden. Wow. Dann geht's weiter. Mit Welt 1-2 Funkstation. Falls ihr auch noch welche Parts sehen wollt, mein Freund, der liebe Shinji, der nimmt auch täglich auf und lädt auch täglich was hoch. Also könnt ihr euch auch mal bei ihm vorbeischauen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Das echt lang nicht mehr gespielt. Es ist so schön, nochmal diese schöne Grafik zu sehen. Ja, das war dumm. Anzusehen. Peinlich. Tippe während des Kletterns in die andere Richtung, um einen Wandsprung auszuführen. Boah.
Bumm, da bist du tot, was? Okay, das war ein bisschen fies. Oh, eine Sternschnuppe. Ich darf mir was wünschen. Okay, war nur im Spiel so, aber ist trotzdem süß. Was sind das denn für komische Kieselsteine? Verdammt! Ah, die kann ich einfach so... Ah, die kann ich wegkicken. Ach so. Verzieh ich mal aus meinem Weg, du. Ah, nee, ich glaube, ich weiß, wie es geht. So, und genau. Da hat er das noch, das alte Prinzip gelernt. Der Wolf lernt auch aus. Der liebe Pascal bringt mir alles bei. Das sieht man auch mal. Mal gucken, was haben wir denn hier so Schönes? Okay, das heißt, ich muss den hier anscheinend wegräumen. Boah, sieht echt schön an. Oh, dieser Wald, so orangefarbige Blätter. Sehr, sehr schön. Nee, ich will schon mein ganzes Geld haben. Hallo. Danke. Oh, wie ging das denn? Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Muss ich glaube ich auch nicht verstehen, ne? So. Moment, aber wie komme ich denn dann da hoch? Irgendwas sagt mir, da müsste ich... Oh. Mein erster Tod. Und er war sehr, sehr, sehr traurig. Aber die eine Glocke wird gespeichert, oder? Ja, die wird gespeichert, okay. Ich hatte gerade richtige Angst, dass ich sowas nochmal machen würde und ich hätte halt reingeschissen. Aber jetzt geht's los. Die Funkstation. Wer ist er denn? Ein Drache. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Verloren. Hey, gib das zurück! Nö. 208 Sekunden, weil ich ein wenig lang getrödelt habe. Premium, ich... Nein. Komm, ein Level schaffen wir noch. Dann wird's aber Zeit. Oder wir beenden den Part hier und machen dann in der nächsten Folge hier weiter. Was meint ihr? Noch einen schönen Tag euch allen, schönes Wochenende, schöne Pfingstferien und wir sehen uns bei der nächsten Folge bei Super Cat Tales Pause.